Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele kurze kleine Telefonate, die so für ein eigenes Video nicht gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da genau für Menschen an der Telefonleitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Ja, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hartmut Simmeldorfer? Ja. Monika Weber am Apparat, Blockchain Bank Finanzabteilung. Ich rufe Sie bezüglich der Rückerstattung Ihrer Anlage bei der Firma Unico an. Es geht um Handelskonto. Sie haben Handelskonto eröffnet und Ihr Geld wurde jetzt, Sie haben Geld nicht verloren, nicht verspielt. Ihr Geld wurde auf Blockchain Bank eingefroren. Aha. Und jetzt Bank ist verpflichtet, Geld dem Kunden rückauszahlen. Die Broker haben Euro um Krypto getauscht, mehr zu gewinnen. Und außerdem, die Firma hat ohne Lizenz gearbeitet. So. Sagen Sie bitte, Herr Simmeldorfer, ich möchte gerne fragen, war es einmaliges Überweisung oder haben Sie mehrmals investiert? Nee. Haben Sie mehrmals? Nee. Nein? Nur einmal haben Sie investiert? Nee, nee. Haben Sie überhaupt nicht? Nein, ja? Mhm. Okay. Weil normalerweise, wir rufen keine zufälligen Menschen an. Deswegen ich frage. Nee, ist ja klar, dass ihr nur Leute anruft, wo ihr dann wieder 250 Euro abklauen wollt. Ist ja klar, dass das alles Betrug ist. Das weiß ich schon. Nee, 50 Doch. Euro? Ist ja trotzdem Betrug, was ihr da macht. Nein, Herr Simmeldorfer. Können Sie, wenn Sie haben nicht investiert, dann müssen wir nicht weiter sprechen. Schönen Tag, ja? Ach ja, und dann immer noch einen auf ahnungslos tun, als wäre das ja alles kein Betrug. Und also, man muss doch eigentlich nur mal logisch nachdenken. Wer ruft euch freiwillig einfach so kostenlos an, um euch euer Geld wiederzugeben, das ihr angeblich irgendwo verloren habt? Richtig. Niemand würde euch einfach so anrufen, um euch euer Geld wieder zu beschaffen. Aus reiner Nächstenliebe natürlich. Das ist absolut Bullshit. Hier geht's einfach nur wieder darum, noch irgendwie an eure persönlichen Daten ranzukommen, um hier noch einen Datendiebstahl zu, begehen. In der Regel möchte man mit AnyDesk auf euren Computer, um dann, irgendwelche Banktransaktionen zu zeigen. Nur irgendwie soll man sich dann in sein eigenes Bankkonto einloggen. Komisch alles. Und obendrauf soll man dann meistens, um das Geld dann wiederzubekommen, im Voraus irgendeine Gebühr bezahlen in Form von Kryptowährung, weil man ja angeblich irgendein Kryptokonto noch eröffnen muss. Ja, und dann ist die Kohle weg und danach meldet sich nie wieder einer. Hallo? Hallo? Ja. Ich bin Alina von Handel, Plattform StopCC. Sie haben angemeldet für Bitcoin System. Aha. Und jetzt? Ich bin hier, helfen Ihnen aktivieren deine Konto am Finanzmarkt. So Sie kann starten handeln. Aha. Sie scheinen ja nicht besonders motiviert zu sein. Bitte? Aber Sie scheinen ja nicht besonders motiviert zu sein. Noch einmal? Jetzt Hallo. Hallo. Ja? Sagen Sie noch einmal bitte. Tja, also wie wenig motiviert die da zum Teil sind, das schockiert mich echt wirklich. Also ich meine, die wollen ja eure Kohle haben, die wollen ja an euer Geld. Und mit diesem Verhalten wird das sicherlich nicht mal bei dem, dümmsten Betrugsopfer irgendwas. Was soll denn das? Also ich meine, die gehen da ins Telefon, dass man da von Anfang an schon eigentlich weiß, dass das kein vernünftiges Gespräch mehr werden kann. Das hat sie ja hier schon mal von vornherein selbst abgesteckt. Dass man eigentlich nur darauf schließen kann, dass das ganze Gespräch nichts anderes als ein Betrugsversuch werden sollte. Aber tatsächlich einer der extrem schlechten Sorte, auf jeden Fall. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist Julia Braun. Ich bin ein Account Manager. Ich habe gesehen, dass Sie eine Anmeldung auf der Webseite CryptoSoft German hinterlassen haben.
Ach, das ist ja lustig. Was nochmal? Das ist ja lustig. Ich habe Sie nicht verstanden. Ja. Was möchten Sie denn? Einfach über unsere Dienstleistung erzählen und Ihnen zu helfen, den Account zu aktivieren. Mhm. Ja? Und haben Sie denn da auch einen Datenschutzbeauftragten in Ihrer Firma? Also, was nochmal? Na, den Datenschutzbeauftragten, den hätte ich gerne mal gesprochen. Ich kann nachfragen. Hallo? Ja. Immer wieder absolut interessant. Sie kann nachfragen und legt dann einfach auf und das war's dann eigentlich schon. Also ich meine, ich bezweifle hier schon ganz stark, dass sie überhaupt verstanden hat oder überhaupt gehört hat, dass ich nach dem Datenschutzbeauftragten gefragt habe. Und ich bezweifle definitiv auch, dass die überhaupt weiß, was das ist. Aber ich meine, sie hat ja auch gesagt, sie kann ja mal nachfragen. Aber müsste man das nicht eigentlich, wenn man in einem Callcenter ja arbeitet, wissen, wer da alles arbeitet? Es ist schon ein starkes Stück. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Guten Tag. Hallo? Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Luis Zornos? Hallo? Richtig, ihr habt richtig gehört. Wir haben jetzt hier einen tollen Mitarbeiter an der Leitung gehabt, der uns eigentlich nur seine Musik da aus dem Hintergrund vorgespielt hat, gefragt hat, ob er mit dem Herrn Luis Zornos spricht und das war's dann auch schon. Da macht er dann nicht mehr weiter. Schon irgendwie interessant. Nett, was man da für Leute sitzen hat. Ja, bitte. Ja. Ja. Warum höre ich mich denn selber? Wie bitte? Warum ich mich selbst höre bei euch in der Leitung? Können Sie bitte nochmal auflegen, und damit ich mich bei Ihnen nochmal melden kann? Okay, Tschüssikowski. Tja, also wie das mit dem Echo jetzt hier zustande kommt, das kann ich euch tatsächlich auch nicht sagen. Ist schon abgefahren. Die Mitarbeiterin hört man so gut wie überhaupt gar nicht. Aber ich höre mich selbst in der vollen Lautstärke wieder zurück. Also da muss irgendwas definitiv komplett falsch an deren Telefonanlage eingestellt sein. Also warum das jetzt so ist, habe ich so noch nicht gehabt. Ja, hallo? Ja, hallo, hören Sie jetzt besser? Nee, ich höre mich wieder selber. Aber das hören Sie auch, dass ich mich selber höre. Ihre Telefonleitung ist nicht in Ordnung. Das ist was falsch eingestellt bei Ihnen. Manchmal ist es ein bisschen schlecht. Wenn Sie noch einmal auflegen, viel besser. Diesmal sind Sie dran mit Auflegen. Soll ich nochmal später bei Ihnen versuchen? Vielleicht würde es ein bisschen besser sein? Ja. Und wie viel Uhr abhaben Sie? Ist egal, einfach anrufen. Bitte nochmal gleich. Ja. Also die nette Mitarbeiterin hat es tatsächlich nochmal probiert, aber die Leitung war dadurch nicht besser. Sie war absolut überhaupt nicht zu hören, also so leise, dass es wirklich nicht mehr zu hören ist. Also ich hatte jetzt selbst hier mit Kopfhörern beim Schneiden zu tun, man hört die nicht. Also da kannst du filtern, was du willst. Das ist so leise, was da reinkommt an Signal. Das ist furchtbar. Und ich verstehe nicht, dass ich mich selbst in voller Lautstärke als Echo höre. Das heißt, das muss ja von ihr zurückkommen. Das heißt, das Problem liegt definitiv bei ihr. Aber dass ich mich auf voller Lautstärke im Echo höre und sie fast überhaupt gar nicht und todesleise, ist tatsächlich schon... Also beeindruckend, die Technik so falsch und schlecht einzustellen, dass man das schafft. Wahnsinn. Aber was will man auch anderes erwarten, wenn die aus einem Betrüger-Callcenter anrufen? Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Spritzschlucht?
Klöpfer. Ja, und mit wem spreche Leon, ich? Leon Schütz-Klöpfer, ja. Hier spricht Lisa Kaiser, ich bin Kontoberaterin von der Handelsplattform und wegen Ihrer Interesse bekommen Sie meinen Anruf. Wie ich weiß, Sie sind interessiert mit Finanzmarkt, richtig? Wie kommen Sie denn an den Namen Lisa Kaiser? Ja, bin ich Lisa Kaiser. Ja, wie kommen Sie denn an den Namen? Das ist Nachname von meiner ja. Mannes, ja. Ich bin an der deutscher Mann verheiratet. Und wozwischen ist hier das? Und wo kommt Ihr deutscher Vorname her? Weil Sie klingen ja gar nicht deutsch. Ja, ich bin zweisprachig erwachsen. Ich komme aus Griechenland und bin ein deutscher Mann verheiratet. Und wozwischen ist hier mein Nachname mit diesen Handlungen? Was hat das damit zu tun? Ja, mich wundert es nur, dass Sie einen deutschen Vornamen haben und einen deutschen Nachnamen. Ach so, aber ach Sie klingen so. Ja gar nicht deutsch. Ah, deswegen, okay, okay. Mhm. Herr Leon, Sie sind interessiert mit Finanzmarkt, richtig? Nee. Aber warum haben Sie dann Registration gemacht? Hab an Bitcoin geht es. Gar nichts? An wer hat das gemacht? Weiß ich doch nicht. Das ist doch Ihre Aufgabe, das zu überprüfen. Unter diesem Name und Nachname ist jemand Registration gemacht. Hochwahrscheinlich waren Sie es, oder? Jemand von Familienmitglied. Ja, jetzt war das nicht. Werde ich das nicht suchen. Entweder wollen Sie es oder nicht. Ja, sonst haben wir sehr viele Kunden. Es ist ja Ihre Aufgabe, das zu überprüfen, wo die Daten denn herkommen. Ja, Sie haben das ausgefüllt, hochwahrscheinlich, gesagt, oder durch Werbung ja sind richtig. Sie bei uns gelandet. Durch Werbung vielleicht sind Sie bei uns gelandet, nein? Nee. Okay, wollen Sie handeln, Herr Leon, oder nicht? Na, wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie Sie an meine Daten kommen, weil das hätte ich jetzt gerne erstmal geklärt. Woher weiß ich das? Ich sehe im System, dass jemand hat Registration gemacht und hat diese Person Interesse an Finanzmarkt und mein Job ist dabei zu helfen, Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Und nicht das finden, wer hat Registration gemacht. Das ist nicht meine Arbeit. Nee, aber das muss ja Ihre Firma irgendwie rausfinden. Dann verbinden Sie mich bitte mal mit einem Mitarbeiter, der das kann. Am besten gleich mit dem Datenschutzbeauftragten. Herr Leon, schauen Sie. Nee, Herr Schlüpfer. Bei mir zeigt, mit grüner Farbe, das spielt jetzt keine Rolle, mit grüner oder mit roter Farbe, dass Leon Spritz Momentchen. Hat Interesse was? Geäußert an Finanzmarkt. Ja, na weg. Das kann ich nicht. Ich habe mich damit nicht verbunden. Ja, aber dann muss das jetzt so bleiben, dann lass das jetzt so. Tja, also geduldig war sie auf jeden Fall nicht. Vielleicht lag das Ganze daran, dass ich hier schon signalisiert habe, dass ich das eigentlich alles gar nicht haben will, was sie mir da anbieten möchte. Aber naja, ich habe doch gesagt, einen kleinen Momentchen, ich bin gleich wieder für Sie da. Aber sie hat es gleich zum Anlass genommen, direkt aufzulegen und das Gespräch sofort wieder zu beenden. Ist ja schon irgendwie nett, was man da so für Leute an der Leitung hat, die echt gar keine Lust haben, sich irgendwie mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Und dabei erzählen die einem immer irgendwas davon, dass die einem doch helfen wollen und was erklären wollen von ihrer komischen Firma. Nur tun sie es dann irgendwie nie. Ja, bitteschön. Wen habe ich denn da an der Leitung? Ich kann nichts hören. So wird es nix. Hallo. Ich höre nix. Tja. Dann müssen Sie nochmal anrufen. Tja, das war wieder so ein mysteriöses Gespräch, wo niemand an der Telefonleitung war, aber es hat ja trotzdem geklingelt. Und es ist ja auch gelaufen, das Telefon, also ist die Verbindung ja wohl aufgebaut worden. Schon irgendwie interessant. Wahrscheinlich wieder so eine Art von Ping-Call, wo die einfach nur austesten wollen, ob da jemand angeht an die Leitung und ob da noch Geld zu holen ist. Um das erstmal automatisiert abzustecken, ob da mal in der nächsten Zukunft ein Mitarbeiter anrufen sollte. Das kann zumindest ein Grund für diese Leer-Calls sein. Ja, bitte? Guten Tag. Ja. Ich heiße Lisa Vogt. Ich rufe Sie von Indian Markets an. Ich habe bemerkt, dass haben Sie kürzlich auf unsere automatische Software Bitcoin Trader registriert. Ist das richtig? Nee. Das ist falsch. Das ist falsch. Darf ich Sie fragen? Wie heißen Sie? Das dürfen Sie nicht fragen. Das ist nicht eine standarde Frage. Ich möchte verstehen, mit wem spreche ich. Scheinbar nicht mit dem, den Sie möchten. Ist das ein Witz? Hören Sie mich lachen? Bitte? Hören Sie mich lachen? Okay, ich habe verstanden. Immer diese Frage, ob das ein Witz ist. Also ich finde es nicht witzig, wenn einfach irgendwelche fremden Leute bei euch anrufen und euch nach eurem Namen fragen. Und das teilweise da nicht mal im System drin stehen haben.
Also witzig ist das definitiv nicht, dass solche Leute überall anrufen und ihr ja Unwesen verbreiten und treiben. Tja, also eine seriöse Firma hätte hier vielleicht einfach auch den Namen gewusst, den sie da gerne sprechen möchte. Und wenn sie gleich merkt, dass nicht derjenige dran ist an der Leitung, den sie erwartet haben und den sie kontaktieren wollten, dann werde ich wohl auch nicht mit dem sprechen müssen weiter, weil ich darf ja auch gar nicht einfach so anrufen und fremden Menschen irgendwas am Telefon verkaufen. Nur das interessiert die nicht. Sie rufen halt einfach trotzdem an und versuchen euch irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen, selbst dann, wenn der Name und der ganze Datensatz überhaupt nicht passt. Bestes Beispiel für den Betrug, denn das ist dann definitiv Kaltakquise, wenn sie da auch aus Versehen nur irgendjemanden Fremden angerufen haben. Denn spätestens bei dem Fremden, den sie dann da an der Leitung haben, wo nicht der Name zum Datensatz passt, da ist es dann definitiv illegal und verboten, irgendein Werbeangebot zu unterbreiten, weil es existiert ja keine Werbeerlaubnis. Ich kann ja nicht einfach so irgendwo anrufen und so tun, als wollte ich jemanden anders erreichen und dann hinterher das Produkt, was ich nicht verkaufen konnte, an jemanden Fremden zu verkaufen. Es geht so einfach nicht. Es ist laut deutschem Datenschutzgesetz schlichtweg einfach verboten. Ja, hallo? Ja? Ja, Ihre Leitung ist komplett kaputt. Hallo? Aber die Leitung ist komplett der Kracher. Du verstehst sie ja auch nicht. Hallo? Ich höre nichts. Auch so führt es nichts. Müssen Sie nochmal anrufen, ich höre nichts. Ja? Hallo? Ja, jetzt hallo, schönen guten Tag. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Euer Fernseher ist ein schön laut. Hallo? Ich sage, Ihr Fernseher ist ja ein schön laut. Hallo? Ja, ich sage, Ihr Fernseher ja. Ist ganz schön laut. Also, ich melde mich bei Ihnen wegen dieser Anfrage für das Medikament Normadex. Aber machen Sie da mal den Fernseher aus. Hallo, hören Sie? Ja, und wenn Sie den Fernseher ausmachen, dann höre ich Sie ja. Ich bin die Beraterin von der Firma Shop Online. Sie haben bei uns eine Anfrage gestellt für das Medikament Normadex. Also, Sie müssen doch mal den Fernseher ausmachen. Hören Sie? Ihr Fernsehgerät ist zu laut. Hallo? Ja, Ihr Fernseher. Machen Sie den Hallo, hören Sie? Ja, ich höre Sie, aber Sie sollen den Fernseher mal leiser machen. Oder also, ich melde mich bei Ihnen, Herr Lutschige. Ja, machen Sie mal den Lautsprecher aus. Nehmen Sie mich mal an Hörer. Hören Sie sich doppelt oder wie bitte? Ja, und Ihren Fernseher. Lesen Sie bitte einmal auf und ich werde nochmal bei Ihnen versuchen. Nee, Sie sollen doch einfach nur den Lautsprecher ausmachen. Wir haben keine Lautsprecher. Das ist das normale Gespräch. Ich weiß ja, aber nicht, warum bei Ihnen Internet nicht gut. Dann müssen Sie mal Ihren Fernseher ausmachen. Das ist ausgemacht, weil wir haben hier nur dieses Gespräch. Nee, ich höre doch Ihren Fernseher im Hintergrund, dass der da in Ausländisch irgendwas sagt. Man hört doch Ihren... Das geht genau für das Anfrage, für das Normadex-Produkt, das Sie bei uns bestellt haben. Aber würden Sie da bitte mal den Fernseher ausschalten? Und das Kind vielleicht noch ein bisschen leiser machen, weil es steht ja nicht im Hintergrund. Also, ich kann Ihnen ganz gut hören und die Lautsprecher ist bei Ihnen nicht. Also, Sie haben mich erstens auf Lautsprecher, das hört man ja, dass Sie da rumklappern. Es gibt keine Lautsprecher bei uns. Ja, das ist Quatsch. Das ist ein ganz normales Gespräch. Nee, legen Sie bitte einmal auf und vielleicht wird die Verbindung ein bisschen besser sein. Gehen Sie doch vielleicht einfach mal näher an Ihr, gehen Sie doch einfach mal näher an Ihr Telefon ran. Dann würde ich Sie ja auch schon besser verstehen. Okay, jetzt ist besser oder wie? Na, Sie sind ja gerade nicht an Ihren Hörer rangegangen. Sie sollen mal Ihren Telefonhörer in der Hand nehmen. Ja. Da haben Sie ja nicht. Dann pusten Sie mal ins Mikrofon, dann höre ich das ja. Also, das ist ganz ein normales Anruf und Sie haben das ganz normales Verbindung bei Ihnen. Naja, nee, das ist ja kein normaler Anruf, wenn Sie da einen Fernseher im Hintergrund laufen haben. Es gibt aber keine. Ich höre Ihnen ja, ganz normal gesagt, und ich glaube, Sie hören sich auch nicht normal. Na, wie gesagt, ich höre ja Ihren Fernseher. Ich werde Ihnen nochmal bitten, nochmal legen Sie bitte einmal auf und ich versuche nochmal bei Ihnen. Wir müssen selber vielleicht aufnehmen. Eine Verbindung müssen mit zum Hörer hinlaufen. Okay, ich lege nochmal auf und ich melde nochmal bei Ihnen. Ja, und dann aber ohne Fernseher im Hintergrund. Sonst muss ich nicht ja. Ihrer Firma...
Ja, also da haben wir die jetzt tatsächlich auch das zweite Mal schon drin gehabt in der Leitung. Das erste Mal war sie schlecht zu hören und das zweite Mal auch nicht viel besser. Die hat tatsächlich ihren Fernseher da im Hintergrund auf voller Dröhnung. Zusätzlich noch mit dem Rotzbalg, was da die ganze Zeit im Hintergrund rumschreit. Schön, dass man sowas von so einer Bestellhotline im Hintergrund zu hören bekommt. Ich weiß mal manchmal nicht, was die sich dabei ja überhaupt denken oder einfallen lassen, dass die da so einen Krach im Hintergrund haben, weil letztendlich wirkt das Ganze nur unseriös. Aber mal davon abgesehen ist das ja auch eine unseriöse Pillenbestell-Hotline, die gar nicht erst seriös werden kann. Denn die Tabletten, die man dort bestellt, die, ja, weiß ich nicht, es ist total verwirrend. Man möchte die eigentlich auf der Webseite bestellen, trägt seinen Namen ein, trägt seine Telefonnummer ein und anstatt dann auf Bestellen zu drücken, drückt man schon auf Bestellen, aber dann klingelt direkt das Telefon und es ruft jemand an. Und dann habt ihr sowas da in der Telefonleitung, die irgendwie nicht mit ihrem Telefon umgehen kann und scheinbar auch von zu Hause anruft. Aber sie ruft jetzt tatsächlich auch das dritte Mal bei uns an. Ja, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie erreicht, Herr Stange. Ich melde nochmal bei Ihnen wegen der Bestellungen, die Sie gemacht haben. Ja. Und vorher haben Sie gesagt, dass Sie wollten noch was anderes bestellen. Ja. Was für eine Bestellung wollten Sie machen? Noch mehr machen, bitte. Ja, können Sie mehr sagen? Grundsätzlich wollte ich von jeder Sorte zweimal mindestens. Alles, was okay, können Sie bitte können Sie mit Name die Behandlungen sagen? Oder muss ich gleich mal im Computer gucken? Moment. Was haben wir denn jetzt alles schon? Jetzt muss ich da erstmal gucken, was wir da schon alles haben. Okay. Was haben wir denn schon? Und dann war unsere nette Blitzbirne schon wieder weg. Das Telefonat ist jetzt hier schon wieder beendet gewesen. Aber sie lässt sich nicht lumpen und ruft nochmal bei uns an. Ja? Ja, hören Sie jetzt mal bitte? Ja, ich habe Sie ja vorher auch gehört. Okay, die Verbindung ist unterbrochen, dann deswegen. Ach so. Na, nun habe ich Sie ja wieder. So. Ja. Dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir ja noch ein bisschen was bestellen hier, ja? So. Okay, sagen Sie. Ich mache mir mal die Seite auf. Können wir ja hier noch ein Stündchen. Aber ich dachte, Sie haben Feierabend. Nochmal bitte? Ich dachte, Sie haben Feierabend. Genau, Sie haben das vorher mit jemand anderem vereinbart und hat uns erzählt, dass Sie wollten mehr haben. Und das wollten wir wissen, damit wir Ihnen anbieten können. Ach so. Nee, es waren Sie. Ich höre das an den Hintergrundgeräuschen. Da hat wieder das Kind geschrien. Okay, dann werden wir nochmal bei Ihnen gleich bitte melden und genau aber, nochmal... Aber warum sagen Sie denn, Sie haben Feierabend, dann rufen denn wieder an? Das ist ja doch sehr komisch. Wie bitte? Ich sage, warum rufen Sie denn wieder an, wenn Sie sagen, Sie haben Feierabend? Genau, weil ich wollte nochmal Ihnen das erklären. Das ist die Möglichkeit bei Ihnen und dann ist alles fertig. Also bestellen wir jetzt noch weil die anderen. Weil wir haben das notiert. Ja, dann bestellen okay, wir jetzt sagen Sie nochmal was, bitte. Ja, ich mache mir hier erstmal alles auf. Moment, wir haben ja nicht alles bestellt. Oh ja, genau, da waren wir. So. Dann nehme ich jetzt noch die Urolex. Mitteljägen Prostatitis. Prostatitis? Prostatitis. Okay, Prostatitis. Was für einen Namen hat das Produkt? Urolex. Urolex. Und dann war die nette Blitzbirne schon wieder weg. Also ich weiß mal auch nicht, wie die ihre Tabletten loswerden will. Mit so einer ja, Verkaufsmoral ständig das Gespräch irgendwie abbrechen. Im Hintergrund ist es laut, der Fernseher läuft und das Kind brüllt rum. Ja, also... Was wünschst du dir da als Kunde noch mehr? Absolut ein Anruf aus dem Irrenhaus. Hallo? Hello, Martin? Ja, jetzt höre ich was. Hello, it's Michael. Mein Name ist Michael und Titan Pros. One moment. Do you speak English? Nee. Nee, okay. Mein German ist nicht sehr gut. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Also keiner Deutsch sprechen kann? Mein Name ist Michael und ich rufe Sie von der Firma Titan Pros, besuche ich Bitcoin-Kontos. Mhm. Ich bin Ihr Account Manager. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können. Ich meine den Handel? Yes. Ja. Mhm. Sag es mir bitte, haben Sie Erfahrung? Womit? Okay.
Wie alt bist du? Was? Wie alt bist du? How old are you? Age. Was ist das? Das Alter. Was? Das Alter. Wie alt bist du? Sie meinen Sie? Can you repeat? Was? Haben Sie da keinen, der vernünftig Deutsch sprechen kann? Moment. Ihr Konto zu vervollständigen. Haben Sie da keinen, der vernünftiges Deutsch kann? So ganze Sätze? Moment. Meine Muttersprache ist Englisch. Ich kann sie nicht nicht verstehen. Verstehe auch nicht. One moment. Meine Kollegin. Mhm. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Christian am Apparat, Finanzabteilung Titan Pros Unternehmen. Unsere Aufgabe jetzt ist, zu Hilfe mit Ihrer Kontoaktivierung, Martin. Und da kommt dann jetzt nichts mehr, oder? Bitte? Da kommt dann jetzt schon nichts mehr, oder wie? Würden Sie starten mit einem Minimum oder mit etwas mehr? Vielleicht fangen Sie erstmal damit an, wie Sie heißen, was Ihre Firma so macht und was man davon hat. Noch einmal, bitte. Ich dachte, Sie können Deutsch. So, wir sind hier nur für die Kontoaktivierung und nachdem das Konto ist aktiviert, wir verbinden Ihnen mit Ihrem persönlichen Assistenten, einem Broker und diese Person hilft mit dem Kontokonfiguration, sodass wir sind sicher, dass der Konto macht richtige, gute Resultate. Diese Person also spricht eine richtige, gute Deutsch, viel, viel besser als ich. Ach so, und die Leute, die Geld holen sollen, die müssen kein Deutsch können. Ich habe Sie nicht verstanden. Und Sie müssen kein Deutsch können. Ich spreche ein wenig Deutsch, ja. Ja, ein wenig, richtig. Reicht aber nicht. Wir sind hier nur für die Aktivierung. Das System ist automatisch. Sie. Ja, aber es ist ja traurig, dass Sie da bei der Aktivierung niemanden zu sitzen haben, der richtiges Deutsch kann. So, der Unternehmen ist aus England, so. Das ist ja kein Grund dafür, da niemanden zu haben, der kein Deutsch kann. Würden Sie aktivieren das Konto, oder? Na, wie wäre es denn, wenn Sie da mal jemanden an die Leitung holen, der auch vernünftig Deutsch sprechen kann? Das passiert, nachdem das Konto ist aktiviert. Wir verbunden ihn mit dem Broker und das... Ja, aber das ist ja albern. Nein. Ich zahle doch nicht erst ein und habe dann jemanden Deutsches dran. Unseriöser geht's ja nicht. Klingt nach Betrug. Dankeschön für Ihre Zeit, Martin. Eines schönes Abend. Ja, tschüss, Betrüger. Sie sind Betrüger. Sie öffnen ein Konto und Sie sind definitiv das ist, Betrüger. Wollen wir gar nicht mehr darüber sprechen. Leider faschistisch, you know. Sie wollten nur sprechen mit einer richtigen deutschen Sprache, mit einer Person aus Deutschland. Dann, genau. Sie mussten investieren über 10.000 Euro mit einer Finanzinvestition aus vielleicht Deutschland. Vielleicht lernen Sie erstmal richtig Deutsch. Das wäre schon mal ein Anfang. Dankeschön für Ihre Zeit, Martin. Tschüss, Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nee, Sie sind ja der Betrüger, der hier anruft und kein Deutsch reden kann. Okay, und ist das alles? Wir suchen sich mal einen anständigen Job, wo Sie die Leute nicht bescheißen. Tja, und das war's dann auch schon wieder von der netten Blitzbirne, die wir hier am Apparat hatten. Ich verstehe es nicht. Die rufen nach Deutschland an und haben da keinen sitzen, der irgendwie auch nur im Ansatz vernünftiges Deutsch kann. Vor allem, wenn der eine den nächsten holt und der eine meint, der andere kann es besser, ist es in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall. Tja, es ist schon irgendwie stark, dass man sowas vermehrt eigentlich immer nur von diesen Betrüger-Callcentern hört. Bei einem seriösen Callcenter läuft das, glaube ich, ein kleines bisschen anders ab. Aber gut, es ist, glaube ich, auch zu viel erwartet, wenn man von denen irgendwie Seriosität haben möchte. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you.